Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Paranormal. Angebunden an die Filme Paranormal Activities haben wir auch hier einen Protagonisten, der so ein bisschen die mysteriösen Umstände in seiner, ich glaube, Künstlerwerkstatt versucht aufzunehmen und festzuhalten. Ne? Ja, es ist so ein bisschen Psychoterror-Horrorspiel. Ich bin sehr gespannt, wie das für uns wird, für mich wird, keine Ahnung. Ich bin ja schnell zu beeindrucken und besonders, wenn irgendwie irgendwas aus nichts herum umkippt, umfällt, irgendwelche Schatten sind und dies, das, jenes. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel wird und ich würde sagen, wir starten mal mitten hinein. Das Spiel. Play. Huch. Da war kurz eine Übersicht. Wir können jetzt hier wählen. Input Choices. Einfach das Nummernpad. Die schnelle Version oder die Vollversion? Wir nehmen natürlich die Vollversion, die 1. It's Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist and I've come to believe that my house is haunted. Also er glaubt, dass es spukt. Er ist Künstler. Es kommen komische Geräusche die Nacht. Darum hat er überall Kameras angebracht. Und er versucht, Leuten das zu beweisen, dass er nicht verrückt wird und deswegen läuft auch mit der Kamera rum. Das ist das Künstlerstudio, die Werkstatt. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. Some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Er versucht nicht damit berühmt zu werden und irgendwas dem Internet zu zeigen und zu beweisen, sondern er will den Leuten was beweisen, die ihn für verrückt halten. So, und ab jetzt haben wir selber Kontrolle über das Ganze. Ich versuche nicht zu hektisch mich zu drehen, dadurch diesen Kameraeffekt. Das dann doch manchmal ganz schön zerwackelt. Wir haben hier eine Pinnwand quasi. To do. Den Atlas beenden. Und es laufen schon direkt irgendjemand hier bei uns lang. Okay. Das Schloss im Keller. Das Auto reinigen und bla. Irgendwie schlafen. Den Tag vollbringen damit. Wir haben hier einen viel zu dunklen Garten. Und ich glaube, die Tage enden immer, wenn unsere Kamera alle geht. Okay, wir haben eine viel zu große Küche wiederum. Ich weiß gar nicht, was ein Mensch damit will. Milch. Ausgepackt haben wir also auch nicht. Nicht vollständig. Wir können ja auch nochmal rausgucken. Okay, momentan ist alles ruhig, würde ich jetzt mal sagen. Ich guck mal auf ein bisschen auf die Uhrzeit. Okay. Können wir hier mit den Schaltern irgendwas? Hä? War vielleicht nicht die beste Idee. Ups. Okay, nebenan gleich so ein geschmackloser Keller, gleich gegenüber von der Küche. Hundefutter liegt hier rum. Da oben. Können wir nicht reingehen? Okay. Und es ruckelt und wackelt ganz schön. Also es ruckelt an sich nicht das Spiel, sondern es sieht einfach so ein bisschen seltsam aus, dadurch, dass wir hier durch seine Kamera gucken. Und die Kamera dementsprechend so ein bisschen rumeiert. Man hört irgendwas reden, irgendwelche Stimmen. Tja, sonst erstmal nicht so weit. Oh, hier ist ein Laptop. Vielleicht mal was zocken oder so. Huch. California, San Francisco, Kid. Jahre im Haus 17, 5 Leute. Oh Gott, der wackelt rum. Ich wackel jetzt gerade nicht so.
viele Besitzer von diesem Haus, die dort lebten, sind irgendwie unerklärlich verschwunden oder gestorben. Gestorben sind Sarah Folksman, eine Sexsklavin. Sie wurde von ihrem Zuhälter getötet. Er hat ihr die Zunge abgeschnitten, wenn ich das richtig lese. Und hat sie dann reingelassen, damit sie verblutet. Dann gab es noch einen Jeremy Flint. Der wurde im Bad tot gefunden. Jennifer Flint wurde in der Küche tot gefunden. Und jemand Namenloses wurde im Attic, was auch immer das ist, gefunden. Oh, eine kleine Amor-Statue. Süß. Und wir kommen hier nicht durch. Gut, dann laufen wir wieder hier lang. Hier ist auch nochmal ein Garten. Können wir anscheinend noch in eine andere Wohnung reingucken? Aha, aha, aha. Okay. Machen wir natürlich nicht. Das wäre ja spannend. Das ist ein Bild, oder? Sieht eigentlich aus wie ein Terrarium durch das Licht dort dran. Jetzt eher wie so ein bisschen Terrarium. Haben wir eine Lampe? Ah ja, wir haben eine Taschenlampe. Okay, die macht komische Geräusche. Wir sind jetzt im Studio. Hier gibt's aber nichts soweit. Hier ist eine vernagelte Tür. Dazu sagt er aber nichts. Huch. Das verbraucht also. Ein fragwürdiges Bild. Huch. Und das Licht fängt hier an rumzuflackern. Wir sind das jetzt gerade nicht. Das ist unser Schlafzimmer, was total gemütlich aussieht. Okay. Batteries are getting low. I better charge it when I go to bed tonight. Okay. Hey, this thing still work? Funktioniert das? Alright. Dr. Schroeder, I'm doing those recordings like you told me to do. I have your list here. Er arbeitet mit dem Dr. Schroeder zusammen. Dem geraten hat, das aufzunehmen. Für die nächste Sitzung. My name is Mattel Clark. I live in a house by myself. I moved out with my parent from my parents' place a few years ago. I'm an artist. I live at home. Erzählt jetzt, wer er ist. Das alleine lebt. I had a great dog. Ich hatte einen tollen Hund. Named Corey. And this is so stupid. Kommt sich dem nicht vor beim Aufnehmen? Okay. I had a Labrador named Corey. Ein Labrador war das? On November 12th, I heard him yelping at the bottom of my stairs. I came down. Hat den unten bellen gehört? Anscheinend ihm schwer zu finden. I got him to the vets. And they said he was fine. They just said he had fallen. Er hat ihn auf dem Boden liegen gefunden. Er dachte, er sei gestürzt. Aber er wurde nicht mehr okay. Also, er blieb geschwächt. Er vegetierte nur noch vor sich hin. Und blieb immer nur noch unten. Und starrte nach oben die Treppe hinauf. Und tat nichts mehr. Had to sit there and watch him get weaker and weaker. Und er saß nur immer da und hat den Hund beobachtet. Und wurde, er hat zugesehen, wie der immer kränker und kränker wurde. On the 21st and we brought him to the vet again and Dr. Mata gave me the option of putting Corey down. Damit gingen sie zum Tierarzt gegangen mit dem Hund. Und der hat ihm geraten, halt ihn einzuschläfern. I don't make that kind of money. It's so fucking stupid. Why can't you just get fucking insurance for your pets or something? Oder er wollte ihn irgendwie operieren oder sowas. Auf jeden Fall hat es zu viel Geld gekostet. I had to put him down. Und dadurch hatte er die Option einschläfern oder eben operieren und er hat nicht genug Geld gehabt für den.
Also musste ihn einschläfern, was ihm offensichtlich sehr, sehr schwer fiel. Weil er sehr, sehr an seinem Hund hing. Tja. Und dadurch anscheinend ein ziemliches Loch gefallen ist. Den Hund so zu erleben. Ich könnte es auch nicht. Es klang gerade, als ob hier Wasser läuft. Aber unsere Batterie ist fast leer und darum würde ich sagen, gehen wir mal ins Bett. Drücke die E, um zu schlafen. Und wir beobachten jetzt mal unser Haus. Doch bisher ist nicht wirklich was zu erkennen. Doch, da bewegt sich was. Huch. Da hat jemand eine Cola-Dose nach uns geworfen. Und die Kamera beschädigt. Bewegungen sieht man dann keine mehr. Man hört nur noch was. Huch. Und wir wachen auf. Ein weiterer Tag. Die Kamera ist neu geladen. Tja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal kurz ins Bad. So wie ich es am Vortag wollte. Okay, die Tür ist nicht zugegangen. Es klang aber so seltsam. Ein Rasierer, kein Spiegelbild. Ein Klo. Kann man nichts mitmachen. Okay. Okay. Da ist der Stuhl einfach mal so auf uns gekippt. Ganz ruhig bleiben. Easy going. Hurra. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nein. Gucken wir uns mal unten um, wie es ausschaut. Draußen gibt's nichts. Oh, verschwinde. Steht nun plötzlich an die Wand geschrieben. Warst du das, mein kleiner Freund? Warst du das? Oh. Es ist nicht gut, wenn hier parallel irgendwelche Geräusche auftauchen. Oh, wir haben hier Schlüssel. Aber wir können sie nicht aufnehmen. Und wir können auch nicht die Tür nutzen. Upsa. Hallo. Müssen wir darauf achten, ob sich irgendwas verändert? Ist hier oben? Geht nicht. Verschwinde, steht da liebevoll geschrieben. Warum sind wir hier geblieben? Keine Ahnung. Steht hier irgendwas? Nö. Nur, dass man den Tag über schlafen soll. Huch. Option. Ach, hier kann man speichern oder was? Ah, okay. Man muss ja anscheinend 3 Nummern eingeben. Ich weiß nur nicht welche und warum. Hallo? Da ist unsere Küche. Gehen wir mal durch. Was war das für ein Geräusch? Wir gehen einfach mal wieder zurück. Nicht, dass ich mich hier unwohl fühle oder so. Das ist total angenehm. Vor allem dieses penetrante Rauschen. Ist total angenehm. Gucken wir uns mal um, ob wir hier irgendwo was finden. Ich denke mal, die Geschichte muss ja irgendwie vielleicht zu manipulieren sein oder so. Keine Ahnung, dass irgendwas sich hier findet. Irgendwie an Zetteln oder so. Treffe ich nicht? Oh, hier ist ein Zettel. July 4th, 1984.
I hear the fireworks outside. Ich habe ein Feuerwerk draußen gehört. The people likely stare and wonder. I loathe them. Loud, bright and pointless. Is my anger a product more of Marcus, or do I truly feel this way? He's been gone for a whole year today. I miss him so much. Also, irgendjemand schreibt, dass er einen Markus vermisst, der wohl einfach so abgehauen ist. Zwei Tage später schreibt er, ich glaube, ich stelle mir Sachen vor. Ich habe Markus Stimme gehört. Ich glaube, ich werde verrückt. Kann das sein? Karibisches Fieber vielleicht? Ich habe mein Zuhause nicht verlassen, seitdem er weggegangen ist. Davor hat er ja geschrieben, dass er, oder er geschrieben, dass er ein Jahr weg ist. Sein Bruder Jeremy ist der einzige Kontakt zur Außenwelt. Drei Tage später, Jeremy verhält sich merkwürdig. Die Art, wie er mich anschaut, so wie Marcus mich immer angeschaut hat. Ich habe mich auf jeden Fall in ihn verliebt. Dann Juli 28. Diesmal weiß ich, dass mich Marcus beobachtet. Ich habe mit Jeremy geschlafen. Okay, also es ist eine Frau. Und ich habe irgendwas gespürt halt, ne? Alle Bilder, die ich irgendwie von ihm hatte. Ich fürchte um mein Leben. So. Im Groben übersetzt. Fällt manchmal nicht so einfach, wenn man irgendwie parallel noch ein bisschen aufgeregt ist. Es klopft. Wir sollten mal nach oben gehen, denn unsere Kamera ist. Alter, was war denn das? Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Wir gehen mal nach oben, denn unser Akku ist fast leer. Und die Figur ist nicht mehr an der Tür. Das verstört mich etwas. Da ist eine Kamera. Ich würde sagen, wir rennen mal jetzt ganz schnell, wenn es geht. Schnell rennend überhaupt möglich ist. Ja, stückchenweise. Mal in unser Bettchen hier und legen uns hin. Da hinten dampft was. Es ist in der Küche. Oh. Da ist spontan ein Feuer bei uns in der Küche entflammt und es geht anscheinend kein Rauchmelder oder dergleichen an. Ich guck gerade, ob man irgendwas in den Flammen erkennt. Nein. Oh, sich schlafen zu legen wird jedes Mal einen neuen Tag hervorrufen. Hucha, mit neuen Geschehnissen. Alter, wo sind wir denn jetzt? Ist das ein Traum? Alter, was ist denn jetzt? Da ist ein glitzerndes Licht. Wir gehen mal drauf zu. Okay, die Lichter haben anscheinend nichts zu sagen. Hier ist nur unser Bett und eine riesige Statue. Das irgendwie sehr seltsam aussieht. Unsere Klamotten am Boden. Und eine seltsame Zeichnung, die mit Schritten zu uns führt. Auf beiden Seiten. Und ansonsten nur Licht, ne? Und wir können hier nicht raus. Tja, ich würde sagen, das ist irgendwie ein seltsamer Traum. Wir legen uns mal ins Bett und gucken, was passiert. Hallo? Der Fisch schwimmt rückwärts. Was war das für ein seltsames Geräusch? Es ist jetzt so ein komisches Knistern und Rauschen da, was ich gerade nicht einzuordnen weiß. Wir gucken uns jetzt mal um, ob sich irgendwas verändert hat. Ich renne mal ein bisschen.
da ist das Bild, was wir im Traum gesehen haben. Das war nicht da zuletzt. Das ist neu. Briefe sind hier aber keine. Wir gehen mal runter. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Der Fernseher geht an. Gucken wir erstmal raus wieder. Leaf steht immer noch da. Oh, eine Frau. Eine Freakshow. Huch, der steht vor der Tür. Der stand nicht da zuletzt. Hätte ich mal behauptet. Ne, wir konnten doch hier alleine rangehen an die Tür. Nur ohne, dass es irgendeinen Wert hatte. Okay. Brennt immer noch. Sollten wir vielleicht... Alter, was ist denn hier? Wir nähern uns dem Vieh mal nicht. Können wir hier erstmal irgendwas machen? Das Haus im Bösen. Kurzer Trip. Das Ding geht in Flammen auf. Alter. Huh, ich hab Gänsehaut. Was für eine Freakshow. Also dürfen wir uns anscheinend nicht nähern. Den komischen Objekten. Ich kann nichts machen, ne? Robben kann ich nicht, bewegen kann ich mich nicht. Das macht er jetzt von alleine. Das ist also gerade im Video. Und wir sind raus. Von daher, gut, wir sind gestorben. Und ich würde sagen, wir probieren es das nächste Mal. Wir dürfen uns also nicht nähern, wenn was Seltsames auftaucht. Ich werde es versuchen. Von daher, schaut das nächste Mal auch wieder zu und sagt mal, was ihr davon haltet. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.